Alles. Das sagt man oft, aber diesmal stimmt es wirklich. Das Thema ist ein besonderes und die Herangehensweise ist noch viel besonderer, weil wir überwiegend ja Darsteller haben, die das zum ersten Mal machen und die alle tatsächlich Assistenzbedarf haben, also in verschiedenen Graden. Down-Syndrom, Autismus und alles ist dabei. Das, was in den Dreharbeiten passiert, sollte bestenfalls mit dem Zuschauer passieren. Bestenfalls, ne? Das ist nämlich, dass wir uns annähern, dass wir sehen, was bedeutet Anderssein überhaupt? Gibt es das? Oder sind wir nicht alle andersartig? Und das ist ein ganz tolles Projekt und erfordert viel Fein- und Fingerspitzengefühl. Und das merken alle und alle sind wirklich, wirklich mit einem großen Herzen dabei. Naja, die Schauspieler, das ist ja etwas, was man lange planen muss, und auch um zu sehen, ob das überhaupt durchsetzbar ist bei uns auch, die entsprechenden Leute zu finden, vom Alter, von den Möglichkeiten, auch von den Möglichkeiten, eben aus ihrer eigenen Welt rauszugehen, mehr in unsere Welt, ne? Weil die Drehwelt ist immer doch auch eine eigene Welt, die auf keinen anderen hört als auf uns. Und deswegen haben die lange schon vorher geprobt, viele Szenen, sodass man sicher war, der Regisseur Christoph Schnee und die Produktion sicher war, dass man das so umsetzen kann, wie das gewünscht ist. Und dann kam ich dazu. Das war eben ganz, ganz herzlich. Also natürlich jetzt im Laufe der Wochen würde man das jetzt rückwärts sagen, als Verhalten herzlich. Der eine ist auch herzlicher und zugänglicher als der andere. Also das Tolle ist eben, dass das ist auch so geblieben, hat sogar zugenommen. Es ist ja eine Wahrhaftigkeit, kommt dir entgegen und in der kannst du dich spiegeln, die ist einzigartig. Ne? Das kennt man oft vom, das klingt jetzt total doof, vom Drehen mit kleinen Kindern, die sich nicht verstellen. Ne? Und deswegen ist das eben was ganz Besonderes, weil die eben authentisch sind, egal was sie machen. Und uns den Gefallen tun, ein bisschen mehr in unsere Richtung zu rücken mit ihrer Art und Weise oder mit dem, was sie sagen. Auch das wurde aber angepasst in den Proben, damit wir eine bestimmte Szene transportieren können, in unserem Sinne, aber eben trotzdem sie selber bleiben. Sie sind immer sie selber. Und das ist einfach total erfrischend und total berührend. Ja, weil ich glaube, weil wir mit allen Maßnahmen, die es gibt, Inklusion und Toleranz und so, das sind einfach oft genug traurigerweise nur leere Hülsen. Ne? Also weil eine umgesetzte Toleranz hat auch was mit Ende der Toleranz zu tun, zum Beispiel. Oder eine Inklusion bedeutet nicht, ich nehme alle auf, sondern habe ich die Kapazitäten, verstehe ich die. Ne? Und das Interessante finde ich halt immer, dass jetzt sogenannte anders, Menschen, die anders sind, wenn wir uns mal in deren Perspektive versetzen, die müssen 23 Stunden am Tag oder so sich in unsere Welt reinquetschen. Anstatt, dass wir die Message, die sie auch hier, jeder hat eine Berechtigung hier zu sein, die sie mitbringen, wahrnehmen. Dass ausgerechnet wir, ne, was von denen ja lernen, die sind ja auch hier mit einer Berechtigung, dass wir uns anmaßen zu sagen, wer darf, wer gehört dazu und so. Ne? Also nur weil wir uns nicht trauen, auf die zuzugehen, verpassen wir total viel. Ja, das ist so ein bisschen, deswegen ist das gilt für alles. Das gilt für Hautfarbe, das gilt für Religion, das gilt für Andersartigkeit in jeder Form. Und deswegen finde ich es ganz toll, wenn man zuhört. Und dieser Film ist eine Möglichkeit, denen zuzuhören, die man sonst nicht hört. Das Tolle ist eben, dass diese besonderen Menschen uns so sagen, sie sind so, so bin ich. Und wir müssen immer rauskriegen erst, wie ist der andere. Ne? Also keiner sagt, wie er ist, sondern alle spielen was oder wollen was sein und die wollen gar nicht sein. Die sind, wie sie sind. Und das ist so entwaffnend und so toll, das würde so viel abkürzen im Leben an Missverständnis. Und ich dachte, du wolltest und so, sondern dann sag doch. Wie gesagt, dieses Element der Bereicherung, also es ist ja auch zum Beispiel bei Trisomie 21, jetzt mit dem Bluttest sind ja auch Dinge, die leider immer weiter verschwinden. Ne? Also wie soll ich das sagen? Anstatt sich der Bereicherung auszusetzen, vermeiden wir die. Ne? Und das macht uns aber immer ärmer. Ne? Und dadurch, darum geht's, das ist für mich, das nehme ich auch mit nach Hause. Diese pure, naive Freude auch an, geil, also das war gut, oder? Das Essen war so lecker oder irgendwie so einfach, ich will gar nicht sagen die Einfachheit, aber wir sind eben oft so kompliziert, dass uns das flöten geht. Ne? Ähnliche Erfahrungen kann man mit kleinen Kindern machen, mit kleinen, bevor die eben von uns so, so durchseucht sind in der Normalität, dass sie das eben auch verlieren. Und das haben diese Menschen, das ist einfach toll.
Also es reicht dafür, dass ich nicht mehr lernen musste, wie man Korb wirft. Also dafür reicht es. Dass es eben doch deutlich kampfbetonter und physischer ist, als wir sagen, der kontaktlose Sport. Ne? Das ist natürlich nicht der Fall und das ist schon ein super Sport. Also bei uns natürlich noch ein bisschen anders als in den USA. Wo man, aber es ist ein toller Korb, toller Sport, weil man eben diese Athletik verbinden muss mit einer totalen Konzentration auf einen Punkt. Ne? Das ist schon was Besonderes.